Verbinden Sie mich mit Dr. Tracy. Die Leitungen sind tot. Gib mir die Trommel. Ja, Doktor, genauso wurde Daddy, es übermittelt. Ist dieser Löwe nicht unglaublich? Ja, erstmal muss Irwin seinen Stoß Antibiotika bekommen. So, und was ist nun mit diesem verrückten Löwen? Davon reden die Trommeln schon den ganzen Morgen, Doktor. Die Ziege war mit dem Löwen in der Hütte und ist ohne Kratzer wieder rausgekommen. Hm. Bitte setz Irwin runter, er hat genug. Ist er auf Kinder losgegangen? Nein, Doktor. Hm. Auf Hunde? Nein, Doktor. Hühner? Nein, Doktor. Schon gut, Ebner, es wird nicht wehtun. Angenommen, es ist keine Lüge. Aber Daddy, die Trommeln sagen immer die Wahrheit. Das ist eine ziemlich wilde Geschichte. Aber wir gehen der Sache nach. Wo wurde er zuletzt gesehen? Das war... In der Nähe des Flussbettes. So, na dann suchen wir doch mal den Löwen, der sich benimmt wie ein Lämmchen. Husseini, bitte setz den Kleinen wieder in seinen Käfig zurück. Dir, Mem Sahib. Und Husseini, wenn Mem Sahib Julie Harper ihre Vorräte holen will, sag ihr, wir kommen gleich wieder. Dir, Buana. Wir besorgen jetzt noch ein Stück Fleisch, ja? Ein Stück Fleisch? Für einen Löwen? Offenbar kann er ja nicht jagen, also betäuben wir ihn mit ein paar Gramm Chlorpromazin und sehen mal nach, woher das kommt. Spring rein. So was, da ist ja Sheila. Das ist das erste Mal seit der Impfung, dass ich sie sehe. Sie sieht gesund aus, Daktari. Ist Sheila nicht fürchterlich reizbar? Auch nicht mehr als andere Nashörner auch. Ich gehe mal zu ihr, mal sehen, ob sie noch weiß, wer ich bin. Man kann nur hoffen, dass sie es nicht mehr weiß. Sie hat diese Spritzen gehasst. Nashörner sind ein Kapitel für sich, Miss Paula. Daddy!
wusste noch, wer ich bin. Das Fleisch hat er gefunden. Juma, gib mir mal das Fernglas. Ja, Doktor. Wirklich unglaublich. Also daran liegt es. Sieh dir das an. Daddy, dieser Löwe schielt. Ja. Wunder, dass das Jagen nicht klappt. Er kann nicht scharf sehen. Das ist es. Wir nehmen ihn zur Klinik mit und sehen, ob wir ihm helfen können. Oh, gut. Das ist wohl seit Ewigkeiten seine erste anständige Mahlzeit. Ja. Dieses Fleisch wird ihm doch nicht schaden. Oh nein, nein. Er schlummert davon nur tief und friedlich ein. Da. Siehst du? Was ist das? Das ist von der Kamera. Ich hasse Kameras. Und Leute, die sie benutzen, auch. Boss, sieh dir diesen kleinen Fußabdruck an. Ja. Er kann nur von einem kleinwüchsigen Mann sein. Oder von einer Frau. Ich möchte, dass du auf mich wartest. Genau da. Nicht weglaufen. Warte! Guten Morgen, Miss Harper. Hallo. Komm mit, Doris. Schafft auch nur Marsh Tracy, so etwas Eigenartiges wie dich aufzulesen. Oh. Vielleicht können wir ihn ja operieren oder sowas. Ich weiß auch nicht. Du kennst dich doch mit solchen Sachen aus, nicht, Daddy? Mhm. Ich meine, schielen ist ja... Schielen kann man doch... Heißt das eigentlich bei Löwen auch schielen, Daddy? Sag einfach Strabismus convergens. Das ist allgemeingültig. Naja, wie auch immer. Es ist doch nicht unheilbar, oder? Nein, Schatz, aber es kann sehr lange dauern. Außerdem muss er erst an Menschen gewöhnt werden. Oh gut, und wenn er erst zahm ist, behalte ich ihn als Schmusetier und spezialisiere mich auf Löwen, wie Julie auf ihre Gorillas. Nur, dass von meinen Gorillas keiner schielt. Julie! Hast du eine gute Farbe her? Ja.
Wie läuft es denn so bei dir? Bestens. Und der Familie geht es auch gut. Lauf nicht weg, Doris. Der mächtige Silberrücken mit der Narbe an der Nase hat sich nun endlich an mich gewöhnt. Und das dürre Weibchen ist wieder dürr. Sie hat ein Junges bekommen. Oh, gut. Mutter und Tochter geht es blendend. Hast du unseren Löwen gesehen? Dreimal darfst du raten. Du hast ihn gesehen, stimmt? Der hat versucht, seinen Schielen zu heilen und ich werde ihn behalten. Spielen wir eine Partie Schach? Nun mal, Hasan Kola. Lass doch Julie erst mal verschnaufen. Komm, setz dich. Willst du einen Drink? Furchtbar gern. Hosseini? Diawana. Ein Pink Gin? Pink Gin. Letea. Memsai. Pink Gin. Sasahi. Hasan. Ich gieß schon ein. Also, dann lass mal hören. Wie läuft es denn so? Ach, bestens. Gut. Ich bewege mich frei zwischen ihnen und sie beachten mich gar nicht mehr. Stell dir vor. Danke sehr. Gut so? Gut. Hosseini hat für dich extra einen Schokoladenkuchen gebacken. Den essen wir zum Nachtisch. Wenn du es schaffst, Doris, das Paket wegzunehmen, das ist deins. Ich habe es unterwegs am Postamt für dich abgeholt. Oh, danke schön, Julie. Was ist das denn? Ich wette, das sind die Druckknopfwindeln für mein Pavian-Baby. Mach es doch ganz einfach auf und sieh nach. Das war wirklich nett von dir. Danke. Hier vorne fehlt irgendwas. Oh. Funktioniert das viel besser. Igitt. Paula, soll ich dir helfen? Oh nein, danke. Ich komme prima zurecht. Das haut sie um. Na, wie sehe ich aus? Na ja, Schatz, du siehst... Anziehend aus, Daddy? Wirklich sehr anziehend. Dankeschön, Julie. Au! Frühlingserwachen. Es geht nichts über ein gutes Essen. Warte mal, Hosseini. Ich möchte noch ein Stück. Paula, das ist inzwischen schon dein drittes. Immerhin war der Kuchen für Julie. Ach, das macht doch nichts. Das ist für nachher. Der Kuchen war sehr gut, Hosseini. Danke schon, Memsab. Das kleine Leckermäulchen nascht gern. Etwas ganz anderes, junge Frau. Ist es nicht langsam Zeit, sich in die Falle zu hauen? Oh, ja, danke, Dad. Hätte ich beinahe vergessen. Thank you.
unterwegs. Abelard, Alan, Alice. Junge, das geht ja wohl überhaupt nicht. Wie wär's mit Aloysius? Bellingham, Bertie, Bertram, Bernard. So können wir dich auch nicht nennen, so heißt schon unser Strauß. Und Cecil? Cedric. Was hältst du von Clarence? Oh, der gefällt dir, ich seh schon. Hey, lass das. Das kitzelt. Tja, dann also Clarence. Ab sofort bist du Clarence, der schielende Löwe. Hörst du? Hey, das hört sich wirklich gut an. Hör auf, du sollst mich nicht stupsen. Komm schon, Clarence, geh endlich schlafen. Ich gehe auch lieber wieder ins Bett. Sich nachts rumzutreiben gehört sich nämlich nicht für eine junge Frau wie mich. Also gute Nacht, Clarence. Lass das, Clarence. Hey Lou, du darfst nachts um diese Zeit nicht draußen sein, das weißt du doch. So, und jetzt gehst du hier rein und schläfst gefälligst. Und dass du mir ja Mr. Robertson in Ruhe lässt, wenn er morgen hier ist. Wenn er heute hier ist. Was denn, du fährst schon? Guten Morgen. Oh. Ja, ich muss wieder zurück ins Camp und das ist eine sehr lange Fahrt. Komm her, wo ist Paula? Ist sie denn schon auf? Sie war sogar schon vor mir auf. Ah. Dann weiß ich auch, wo sie ist. Warte, warte da, Doris. Paula, geh nicht so dicht ran. Das macht doch nichts, Sadie, er kennt mich schon. Ich möchte ihn dichter beim Haus haben. Wenn er was braucht, dann kann ich... Hast du was dagegen, Daddy? Das wäre gut für Sie. Ein kleines Haustier schadet keinem Kind. Sein Name ist Clarence und der gefällt ihm. Und ich bin jetzt kein Kind mehr, Julie. Er wird sicher alles doppelt sehen. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich habe ihn noch nicht untersuchen können. Aber Daddy, wir können ihn doch behalten. Na ja, wird man einen freilassen, der Clarence heißt? Ein Glück. Ich verspreche dir, in ein paar Wochen frisst er mir aus der Hand. Na schön. Du bist ein braver Junge, Clarence. Doris, hör jetzt auf, mich zu hetzen. Also, bis nächsten Monat. Ja. Komm her. Sei vorsichtig. Wiedersehen. 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 Wiedersehen, Julie. Irgendwie ist alles gleich freundlicher, wenn Julie hier ist. Ja, ihre Gorillas wissen ihr Glück gar nicht zu schätzen. Das Wort heißt ja, Schätzchen, nicht ja. Ja, Daddy. Daddy, hat Mami Julie gekannt? Nein, Schatz, wieso? Ich glaube, sie hätte Julie wirklich sehr gemocht. Hm? Ja. Das Wort heißt ja, Daddy. Wieso verbringt sie nur so furchtbar viel Zeit da oben im Wald? Das ist ihre Arbeit. Ich mache mir Sorgen um sie. Es ist sicher unheimlich gefährlich. Ach, was soll da gefährlich sein? Da ist ja nichts, abgesehen von den Gorillas. Komm, gehen wir frühstücken. Thank you.
Hol den Korb, sie macht es schon wieder. Komm mit, Juma. Mary Lou! Los, jetzt gib auf und komm runter. Oder du wirst so eine Handtasche verarbeitet. Wie gefällt dir der Gedanke, hä? Mary Lou, hör auf, Mr. Robotham Angst zu machen. Sonst bleibe ich ewig ungebildet. Du brauchst gar nicht zu schmollen. Komm jetzt runter. So, bist du ein braves Mädchen. Na, sieh mal, das ist schon viel besser. Nun roll dich zusammen und denk mal über dein Benehmen nach. So ist das schön. Alles klar, Rupert. Sie können wieder runterkommen. Ist sie auch ganz sicher weg? Ja, die Luft ist rein. Kommen Sie schon runter. Dankeschön. Ich danke Ihnen vielmals. Paula, du hast mir versprochen, du würdest diesem Tier verbieten, sich an mich ranzuschleichen. Ach, das tut sie doch gar nicht, Mr. Robotham. Sie hängt ganz einfach an ihm. Dann verschwendet sie ihre Zuneigung an das falsche Objekt, denn ihre Leidenschaft erwidere ich absolut nicht. Tja, Rupert, Tiere fühlen sich offenbar zu Ihnen hingezogen. Wieso komme ich ausgerechnet immer wieder hierher? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Hier widerfährt einem duldsamen, schwachen Menschen, der im Grunde nur in Ruhe gelassen werden möchte, regelmäßig nichts weiter als Unheil. Wo sind meine Sachen? Ach, da. Nun, Paula, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht? Aber ja doch, Mr. Robertson. Wenigstens etwas. Ich war eben ganz schön mutig, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe in deiner Hausarbeit der letzten Woche ein oder zwei Fehler gefunden. Sowas? Es gehört sich nicht, so zu sitzen. Ein Beispiel. Kannst du mir das Wort platonisch definieren? Das ist, wenn sich Menschen sehr gern haben, aber nicht rumknutschen und so. Wie Daddy und Julie. Das ist keine sprachlich präzise Definition. Und obendrein eine ausgesprochen ungehörige Bemerkung. Also, nun der Plural von Organismus. Organismus vermutlich. Nein, nein, nein. Organismen. Gütiger Himmel, was war das? Und der Wind. Gut, würdest du wohl so freundlich sein? Ich meine, letztendlich sind deine Lungen ein bisschen jünger als meine. Bin ich ein Scherzbold? Paula, das wirst du sicher gern hören. Die Antibiotika haben bei Irwin angeschlagen. Er wird wieder gesund. Aber Rupert, der ist wirklich völlig harmlos. Doktor, es ist ein unverrückbarer Grundsatz meiner Philosophie, dass es absolut kein Tier gibt, das harmlos ist. Oh, dann entschuldigen Sie bitte, dass ich so reingeplatzt bin. Wir müssen unbedingt etwas gegen seine Verdauungsstörung tun. Ich werde ihm nach dem Unterricht sofort ein Abführmittel geben. Ja, das sollte helfen. Danke schön, aber ich habe gar keine Schwierigkeit mit meiner Verdauung. Ich glaube, jetzt hat der Globus langsam genug Luft. Also, wo waren wir gerade? Ach ja, natürlich, der Plural von Organismus. Ah, würdest du bitte aufpassen? Der Plural von Organismus heißt Organismen. Samba-Rhythmus, Samba-Rhythmen. Kaktus, Kakteen. Rhombus wird zu Rhomben, Radius zu Radien. Apfelmus, Apfelmen? Vielen Dank, aber wir kommen auch sehr gut ohne diesen unangebrachten Sarkasmus aus. Sarkasmus, Sarkasmen? Das war ziemlich naseweiß. Kommen wir nun zur Erdkunde. Zappel nicht, Liebes. Ha, Paula, passt bitte auf. So, wo sind wir? Bitte zappel nicht dauernd. Wir fangen mit Istanbul an. Das ist eine nette, hübsche... Zappel nicht ständig, Paula. Können wir nicht mit Afrika anfangen, Mr. Robotham? Wissen Sie, dieses öde China und Europa habe ich wirklich satt. Paula, dein Wissen über Afrika beschränkt sich, wie ich fürchte, auf eine etwas beunruhigende Affinität zu seiner Fauna. Eine Affinität, die ich, wenn man mich fragt, nur als äußerst besorgniserregend betrachten kann.
Nun, eine Ursache für mein persönliches intellektuelles Gleichgewicht liegt in meinem ständigen und entschiedenen Vermeiden jeglichen Kontakts mit Tieren. Ein essentieller Punkt meiner Philosophie. Und du wirst sicher gut beraten, wenn du ihn dir zu eigen machen würdest. Sie meinen, ich sollte so werden wie Sie, Mr. Robotham? Nun ja, das Beispiel ist immer noch die anschaulichste Form der Erziehung. Aber die Tiere lieben mich, Mr. Robotham. Und genau genommen lieben die Tiere Sie auch. Aus eben diesem Grunde werde ich Tiere weiterhin mit, bitte um Verzeihung, mit einem vernünftigen Maß an Misstrauen betrachten und jedweden Kontakt mit welchen Tieren auch immer konsequent vermeiden. Diese Hitze. Puh. Vergessen wir eins nicht. Tatsache ist, dass im Tierreich der Mensch die Rolle des Abendessens spielt. Ah, Asante Sana Visuri, Hussein. Oh nein. Komm her, Clarence, raus aus dem Auto. Du sollst nicht so verdammt starkköpfig sein. Komm raus. Komm her, Clarence, komm her. Los, raus. Komm schon, komm raus. Ja, brav. Spring nicht wieder rein. Paula? Paula, beeil dich. Ein bisschen Tempo. Oh nein. Hol du ihn da raus. Ich sag dir was, Clarence. Der Vordersitz ist für mich reserviert. Los, komm raus. Los, verschwinde darüber. In Ordnung, ich gebe auf. Mach ihn los. Das hast du wirklich toll hingebogen. Der Wasserstand sieht ziemlich gut aus. Ja, gehen wir uns ein bisschen umsehen. Anständig, Clarence, und bleib da. Da haben wir unsere übliche Herde Weißschwanzgnus und Zebras. Zwei oder drei Oryx-Gazellen. Ungefähr ein halbes Dutzend Thomson-Gazellen. Zwei, drei Kongoni. Hey, sieh mal hier. Ein großer Kudu. Außerdem ein paar junge Giraffen. Noch einen Vater. Bleib schön da, Doris. Komm, dreh dich um, Liebling.
So ist es gut hier. Zeig mal her. Oh, Doris, das sieht aber gar nicht gut aus. Ich glaube, du brauchst einen Arzt. Ich werde dich am besten sofort zu Marsh Tracy bringen, Schatz. Komm mit. Jetzt bleibst du schön da und wartest auf mich. So, nun haben wir genug Pfähle für den neuen Zaun. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht genau. In einer Grube sitzt ein Mädchen. In einer Grube sitzen ein Mädchen und ein Leopard. Ein Leopard? Ein Leopard. Na dann los! Das Netz. Sie müssen getrennt werden. Geht zur anderen Seite. Deine Hand! Kutscher! Kutscher Harper! Juma, wirf das Netz auf den Leoparden! Er kriegt eine Spritze und wir nehmen ihn mit. Ja. Mach schon. In die Schulter. Dr. Tracy? Ich glaube, Sie brauchen einen Doktor. Danke, Juma. Vorsichtig. Schatz, das tut etwas weh, ja? Also bitte sei vorsichtig. Ich finde, ich sollte das mit ein paar Stichen nähen. Oh nein, so schlimm ist es ja gar nicht. Das wird schon wieder. Ja, aber Tiere nähst du so oft und du hast immer gesagt, ich weiß, sei das dass Beste. Ich auf Tiere nähe, aber ich bin der Arzt und ich sage Pflaster drauf. Das ist sowas. Ach. So, das müsste halten. Wer kann denn das bloß sein? Ach, hallo. Julie. Was für eine angenehme Überraschung. Marsh, was ist denn mit deinem Arm? Oh, ich hatte einen kleinen Kampf mit einem Leoparden, nichts Ernstes. Ach, was rede ich da? Das tut irrsinnig weh. Kannst du mir helfen, dieses Hemd anzuziehen? Wie viele Stiche sind das? Soll das ein Witz sein? Das ist nur Heftpflaster. Nein, geh bitte nicht an Doris ran. Sie hat Mundfäule, das ist ansteckend. Ach ja? Mhm. Dann sehen wir sie uns mal an. Komm schon, Doris, Mund auf, schön auf den Mund, ja? Du hast hier wirklich einen kleinen Fleck. Also schön. Komm mal auf den Arm, Liebling. Wir bringen dich in die Klinik rüber und verarzten dich. Schön ruhig, ja.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, Juma, schaffst du Barbara raus? Sonst wird unsere neue Patientin nervös. Gut, Doktor. Paula, bring mir ein paar Tupfer, ja? Und die Borsäurelösung. So, da sind wir, Doris. Setz dich hin. Keine Sorge, wenn man es frühzeitig behandelt, heilt das ganz. Meinst du, es ist noch nicht zu spät? Ach was. Aber es war gut, mit ihr gleich herzufahren. Sie hat nur diesen einen Fleck. Arme Doris. Ach, Paula, lauf schon ins Haus und bereite deine Spezialmedizin vor, ja? Wenn die nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Hände waschen. Ja, ja, das muss reichen. In einer Stunde bist du wieder die Alte. Gut. Hey, es fängt an zu regnen. Das habe ich ja gerade noch geschafft. Desinfizieren nicht vergessen. Ja. Wie steht's mit heißem Wasser? Ich würde zu gern baden. Es ist schön heiß und wartet nur auf dich. Ich glaube, wir werden jetzt alle ein Bad nehmen. Das ist genug heißes Wasser, Husseini. Dio, Mem Sahib. Das war wirklich sehr schön, Schatz. Danke. Es wird langsam spät. Bist du denn noch gar nicht müde? Müde ich? Ich war noch nie in meinem Leben so... Oh, so schrecklich müde wie jetzt. Gute Nacht, Julie. Gute Nacht. Du siehst toll aus. Die Farbe steht dir. Gute Nacht, Daddy. Gute Nacht, Schatz. Schlaf schön. Ach, Julie, ich habe mich gefragt... Ja? Wie lange bleibst du noch da oben? Das kommt ganz auf dich an. Nun ja, das heißt auf die Stiftung. Wie sieht's finanziell für uns aus? Oh, weißt du, da gibt's keine Schwierigkeiten. Julie... Ja? Möchtest du eine Zigarette? Nein, danke schön. Ein Drink? Nein, auch nicht. Sitzt du bequem? Ja. Soll ich dir irgendwas holen? Nein, vielen Dank. Paula hat wirklich recht. Diese Farbe steht dir. Hey, da ist jemand vor der Tür. Gut, ich gehe hin. Entschuldige mich. Kannst du eine Schlafmütze sein? Mr. Robotham. Mein Automobil spielt mir die übelsten Streiche, dürfte ich wie bleiben. Mr. Robotham, es tut mir leid, was passiert ist. Das mit Clarence und so, das war wohl keine sehr gelungene Stunde. Paula, ich glaube, Mr. Robotham möchte rein. Meine Güte, Daddy, ich wollte doch nur sagen, wie leid ja, mir das ist. Schatz, das weiß ich ja. Kannst du dich nicht entschuldigen, wenn er drin ist? Ich meine, Mr. Robotham ist völlig durchnässt. Ich hatte gehofft, dass Sie das bemerken. Mr. Robotham, stehen Sie doch nicht draußen rum. Kommen Sie rein. Ja, genau.
Ein Brandy hilft Ihnen wieder auf die Beine. Brandy, meine Güte, ein hochprozentiges Rührich nicht an. Oh. Wir haben noch was zu essen da. Oder ich mache Ihnen einen heißen Zimtwein, bevor Sie sich den Tod holen. Und ziehen Sie bloß die nassen Sachen aus. Geben Sie sie mir. Nein. Ich gucke auch wirklich nicht hin. Eine gewöhnliche Decke würde mir schon reichen. Ja, Paula, holst du Mr. Robotham eine? Kommen Sie, Rupert, essen Sie doch ruhig einen Hack. Doris, Zeit für deine Medizin. Oh. Guten Abend. Ach, guten Abend. Guten Abend, Madame. Paula? Hilf Mr. Robotham bei seinem Essen. Paula, Miss Harper, ich habe es Ihnen doch schon gesagt, und zwar sicher gute 100 Mal, 2-mal mindestens. Mein Name ist Robotham, mit T und H, wie in Smith. Oh, natürlich, ich bitte um Verzeihung. Mr. Robotham. Jetzt ist es richtig. Ach, und noch etwas. Ein Aspekt der menschlichen Überlegenheit über die Tierwelt ist unsere Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen. Und da geben Sie mir sicher recht. Das schließt auch Löffel mit ein. Wenn Sie mir jetzt also erlauben würden, mich selbst zu füttern, danke ich Ihnen vielmals. Das ist wirklich ausgesprochen delikat. Sehen Sie, sie benutzt auch Werkzeuge. Oh, verehrteste, dieser Affe äfft mich nach. Ach, ich liebe gute Wortspiele. Wissen Sie, ich habe mir noch nie etwas aus Brei gemacht. Was ist das? Haferflocken? Nein, Bambussprossen, Cassava-Wurzeln, Bananenbaumrinde, Holunderbeeren zusammengemischt und mit saurer Milch verrührt. Rizinusöl ist auch drin. Das ist für diese Patientin. Es wäre vielleicht das Beste, ich nehme noch etwas von diesem Zimtgetränk. Sagte sie tatsächlich Rizinusöl? Das ist gut für Sie, Rupert. Dr. Tracy, das ist doch wohl nur gut bei Beschwerden, von denen ich glücklicherweise im Augenblick nicht heimgesucht werde. Oh. Gut, sehr schön, Paula. Sie kommt immer mehr nach ihrem Vater. Ja, Mädchen versuchen immer, ihren Vätern nachzueifern. Genau das macht ja die Arbeit eines reisenden Pädagogen so überaus, überaus undankbar und problematisch. Ist das nicht etwas sehr reichlich? Laut Daddy ist das beste Mittel der Welt gegen Erkältungen. Je mehr, desto besser. Ich zweifle, ob mir das auch nur im Geringsten nützt. Mr. Robotham, Sie sind ein Skeptiker. Ein intelligenter Skeptizismus ist der einzige Weg zu intellektueller Reinheit, Doktor. Ja, ja, ganz recht. Also, ich muss sagen, es ist erstaunlich wohlschmeckend. Das hätte ich nicht gedacht. Überraschend. Er ist gut. Wollen Sie wirklich noch einen? Da du so darauf bestehst. Ich finde, es wird langsam schwül, nicht wahr? Oh, ich danke dir vielmals. Auf Ihr ganz spezielles Wohl. Von mir gehen. Die Fahne ruft, ich muss es wohl verstehen. Der Herbst ist da, vorbei der Sommer voller Glück. Nun gehst du fort und ich bleib hier zurück. Ich wart auf dich im Frühling, wenn die Blumen blühen. Oder im wenn Schnee bedeckt das Grün. Ich warte auf dich, bis wir uns gegenüberstehen. Oh, Danny Boy, mein Freund, dann wird's wieder schön.
Oh, Mildred. Sie haben einen sehr unruhigen Schlaf. Hallo, Carter. Hallo, Tracy. Was um alles in der Welt treiben Sie denn jetzt schon wieder? Ich wollte schon immer wissen, wie der Leopard zu seinen verdammten Flecken kommt. Sehen Sie, jetzt wissen Sie es. Es kann doch für jemanden, der rumläuft und Leopardenhinterteile anmalt, kaum eine Zukunft geben, oder? Naja, wissen Sie, wenn er erst mal wieder frei ist, wird jeder Ranger, der ihn sieht, seine Bewegungen melden. Und so verfolgen wir sein Wanderverhalten. Wir behalten so viele von den Tieren im Auge, wie wir können. Tatsächlich? Was für eine außergewöhnliche Zeitverschwendung. Aber Carter, wir sind ja auch außergewöhnliche Menschen. Ich sehe schwarz für diese Welt. Ich komme gleich wieder, Juno. Sagen Sie, was hat Sie zu uns geführt, Carter? Ach, nichts Besonderes, Marsh. Ich komme hier nur zufällig durch. Ist denn Julie Harper noch da? Julie? Nein, die ist wieder in ihrem Camp. Sie hätten vor ein paar Tagen kommen sollen. So geht es mir dauernd. Ich hatte gehofft, ich würde sie noch bei Ihnen antreffen. Was zur Hölle hat sie da oben überhaupt verloren? Sie führt die Arbeit ihres Mannes zu Ende. Er war einer der besten Anthropologen im Land. An ihrer Stelle würde ich sie heiraten. Es muss sicher sehr schwer sein, für einen Witwer ganz allein eine Tochter großzuziehen. Was soll das jetzt werden, Carter? Wollen Sie etwa Amor spielen? Kommen Sie. Sie würden ein gutes Paar abgeben. Und wahrscheinlich eine Horde Gorilla-Babys in die Welt setzen. Ha! Das war ziemlich witzig, finden Sie nicht? Nein, finde ich nicht. Das ist das Kreuz mit euch Amerikanern. Ihr habt keinen Sinn für Humor. Ganz außergewöhnlich. Ist das natürlich oder sind Sie es gewesen? Das ist unnatürlich und ich war es auch nicht. Also, ich würde es Ihnen auf jeden Fall zutrauen. Und schlechte Manieren hat er auch noch. Ganz ehrlich, da ist doch irgendwas im Gange. Was ist es? Wissen Sie, ich bin gerade unterwegs, um eine Truppe Askaris zu holen. Es wird eine hübsche mittelgroße Schlacht im Busch geben. Jede Menge Spaß für alle Beteiligten. So, kommen Sie rein, spülen Sie sich den Staub aus der Kehle und erzählen Sie. Fantastische Idee. Da hätten Sie auch schon früher drauf kommen können. Also, Carter, was hat das nun mit Ihrer hübschen Schlacht auf sich? Hatten Sie jedes Vergnügen mit diesem widerwärtigen Burschen? Armin Gregory, Weißer, 39 Jahre alt, 1,85 groß. Augenfarbe blau, Gewicht etwa 85 Kilo. Nein, ich kann ihn nur vom Hören sagen. Sie sind mit dem Gin aber sehr sparsam. Ja, tut mir leid. So, bitte. Was ist mit Ihrem Arm? Das war ein Leopard. So etwas zählt ja wohl bei Ihnen zum Berufsrisiko. Oh, danke für das Mitgefühl. Keine Ursache. Und was wollen Sie von Julie? Julie? Julie Harper. Ach so, Julie Harper. Offenbar wurde unser vielgesuchter Freund Gregory vor kurzem da gesehen.
Am Ufer des Ulanzi-Flusses. Genau da, wo Julie ist. Ja, eine etwas kitzlige Angelegenheit. Vor einer Weile haben wir einen seiner Männer festgenommen und der erbärmliche Kerl hat gesungen wie ein Vögelchen. Es scheint, als wollte Gregory in der Gegend so viele Gorillas einfangen, wie er kriegen kann. Aber Gregory ist doch kein Wilderer. Jetzt ist er einer. Das letzte halbe Jahr hat er mit einer Bande Rebellen zusammengekämpft, oben im Norden. Sie haben ihn rausgeworfen und macht damit 20 seiner Söldner den Busch unsicher. Alle auf Ärger aus und schwer bewaffnet. Das Einzige, was denen fehlt, ist Bargeld. Wissen Sie, was ein junger Gorilla auf dem Schwarzmarkt einbringt? Ja, ungefähr 5.000 bis 6.000 Dollar. Mit diesem Verbrecherpack im Rücken fängt Gregory ohne Probleme 20 junge Gorillas und macht dabei das schnellste kleine Vermögen, das man sich nur wünschen kann. Und dann? Mit Männern, Geld und Waffen wird Gregory den Behörden ein gewaltiger Dorn im Auge sein, das ist sicher. Ich werde am besten losfahren und Julie holen. Keine Eile, alter Freund. Er will sich mit seinen Männern am 25. treffen. Dann geht ihre Treibjagd und damit auch der Ärger los. Ich werde nämlich zusammen mit meinen Askaris auf ihn warten. Schön wäre, wenn sie Julie bis dahin raus hätten. Wissen Sie, was ich meine? Ja, und ob. Genau sogar. Umwerfend, der Bursche. Ausgezeichneter Gin, alter Freund. Ausgezeichnet. Ist amerikanischer. Wirklich. Trotzdem sehr gut. Recht anständig. Außergewöhnlich. Du hast die Ananas wirklich gefunden. Doris, du bist blöd. Alle reifen Früchte hast du deinen Verwandten geschenkt. Du bist dusselig. Du bist wirklich dusselig. Hallo. Hallo. Hier sieht es furchtbar aus. Ich konnte ja wirklich nicht ahnen, dass du kommst. Es ist nicht gerade ein Höflichkeitsbesuch. Na, wie geht's dir denn? Guck mich mal an, zeig mal her. Du bist so weit gefahren, um zu sehen, wie es Doris geht? Nein, ich bin gekommen, um dich mitzunehmen. Gregory kommt in diese Gegend. Wer? Armand Gregory. Und was will er hier? Weißt du, er hat einen Haufen bewaffneter Söldner hinter sich und diesmal ist er auf Tierfangexpedition. Gorillas? So viele er kriegen kann, egal wie. Aber er kriegt nicht meine Gorillas. Pack bitte das Nötigste zusammen. Ich will, dass du weg bist, wenn die Schießerei losgeht. Welche Schießerei? Nun ja, Carter kommt mit ein paar Askaris, um ihn aufzuhalten. Und wenn er und Gregory zusammentreffen, wird es wohl ziemlich ungemütlich. Ungemütlich? Und was wird aus meinen Gorillas? Ach was, die haben schließlich einen gesunden Selbsterhaltungstrieb. Was nützt der gegen Gewehre? Julie, ich weiß, wie dir zumute ist, aber wir können nichts tun, also überlass Carter die Sache. Tut mir leid, dass du umsonst hergefahren bist. Nimmst du bitte Doris mit zurück? Ich werde hier bleiben. Julie, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich bin hier, um Gorillas zu beobachten. Sie sind meine Freunde, mir liegt viel an ihnen. Ich würde niemals weggehen und sie einfach so ihrem Schicksal überlassen. Julie, ich mache mir eigentlich eher Sorgen um deine Sicherheit. Und ich mache mir Sorgen um ihre. Verdammt, was glaubst du denn, was du tun kannst? Das weiß ich noch nicht. Aber es hat mich 6 Monate gekostet, um so dicht an sie ranzukommen. Du weißt doch genau, wie schwierig das war. Ja, das weiß ich schon, aber... Aber du verstehst es nicht. Jetzt endlich vertrauen sie mir. Ich kann mich frei zwischen ihnen bewegen. Ich meine, da lasse ich sie doch nicht einfach allein zurück. Richte die Karte aus. Was soll ich Karte ausrichten? Ich fahre auf gar keinen Fall ohne dich. Ende der Diskussion. Wenn du allein nicht fahren willst, lass es. Ich bitte dich, Julie, sei doch nicht so verdammt stur. Du kannst nicht das Geringste tun. Und du kannst nicht das Geringste für mich tun. Auf Wiedersehen. Ach.
Marsh, was hältst du von dem richtigen Zelt? Nichts, es gefällt mir hier prima, danke. Warum bist du nur so starrköpfig? Gib auf. Ich gebe auf, sobald du Vernunft annimmst und mit mir zurückfährst. Oh. Julie! Oh. Das ist genau der richtige Augenblick, um sich zu streiten. Erst mit einem Kaffee, hä? Komm schon, ich gebe auf. Sag ihr, dass ich aufgebe. Julie? Julie! 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 Hinter den Blättern. Mach keine schnelle Bewegung. Ja, sie sollen dich gut sehen. Zeig ihnen, dass du nichts in den Händen hast. Nun sieh langsam nach links. Ganz langsam. Ja, gut. Jetzt dreh deinen Kopf langsam nach rechts. Starr ihn immer in die Augen. Wie lange ich sie noch anstarren muss. Sie verschwinden sofort. Schon gut, sie sind weg. Marsh, wieso gehst du so ein Risiko ein? Weil ich dich hier wegbringen will, Julie. Ob du es glaubst oder nicht, Carter versteht sein Handwerk. Und allein kannst du überhaupt nichts machen. Ich habe eine Idee. Würdest du mir dabei helfen? Aber natürlich, wenn ich das irgendwie kann. Also, der Fluss verläuft nördlich von uns und östlich, ja. Richtig? Ja. Gut, und in welche Richtung treibt Gregory die Tiere? Sicher nach Norden. Offenbar will er die Gorillas zum Wasser treiben, wo sie nicht weiter können. Wenn sie genug Zeit haben, bauen Gorillas sowas wie Brücken. Wusstest du das? Ja, schon, aber so viel Zeit wird ihnen nicht bleiben. Und was hält uns davon ab, diese Brücke zu bauen? Ja, du hast recht. Komm, hol deine Sachen. Halt! Da hängt was dran. Eine Nagonzi-Falle. Aber sie ist von keinem Afrikaner. Solange es Tiere gibt, gibt es immer auch Wilderer. Ich hasse sie, Marsh. Sie ist schon älter, oder? Ja. Ist die Gegend hier das Richtige für einen Leoparden, Miss Paula? Ja, ich denke schon.
Er wird wohl sofort Deckung suchen, aber man weiß ja nie, Miss Paula. Machen Sie lieber die Tür zu. Okay. Na los, raus. Komm schon, los, such deine Familie, Kätzchen. Geh schon. Komm, geh raus, mach schon. Willst du nicht gehen? Du warst doch lange genug eingesperrt. Fahren Sie ein Stück, Miss Paula. Hoffen wir, dass er rausspringt. Halt dich fest, es geht los. Warte, Juma, ich komme und hol dich ab. Sind wie Ihr Vater, Miss Paula. Soll ich fahren oder fährst du lieber selbst? Miss Paula, ich liebe es einfach, wie Sie fahren. So fürchterlich schwer ist es doch gar nicht, oder, Marsh? Gut, sagen wir es so. Einer von uns ist etwas außer Form. Naja, das sollte genügen. Es sei denn, du denkst, dass wir noch mehr brauchen. Nein, nein, das denke ich nicht. Spülen wir lieber unseren Geruch ab. Wir müssen, soweit es geht. Ich hoffe nur, das funktioniert. Eine etwas wackelige Angelegenheit. Ach, halb so schlimm. Es soll ja nur ein Weg über den Fluss weg von den Fallen sein. Mehr brauchen Sie gar nicht. Tja, das macht wohl einen Strich durch Monsieur Gregorys Rechnung. Oh, das hoffe ich so sehr. Keine Bewegung, Dr. Reed. Sie waren mir wirklich eine große Hilfe. Sie sind weiß, ich, Tracy. Wer ist Sie? Das geht Sie überhaupt nichts an. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, Schätzchen, aber ich sage Ihnen, ich kann hin und wieder ganz schön ungemütlich werden. Ich mache eine Studie über Gorillas für Dr. Tracys Stiftung. Mein Name ist Julie Harper. Noch eine Wohltäterin. Ihre Gorillas, meine Gorillas, gehen wirklich darüber? Keine Waffen, ne? Keine Waffen. Naja, solche Leute wie Sie muss es ja schließlich auch geben. Tiny, bring die Netze auf die andere Seite rüber. Wir treiben die Gorillas über die Brücke direkt in die Netze rein. Auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können. Damit hätten wir uns einen Haufen Mühe gespart. Wie viele Gorillas gibt es hier in dieser Gegend? Ungefähr. Finden Sie es allein raus. Das hat mir auch keiner gesagt. Täuschen Sie sich nicht. Ich prügle es aus Ihnen heraus, wenn Sie mich dazu zwingen. Los, verrat Sie ihn. Um die 40. Was? Um die 40. 40? Wenn wir die Hälfte schnappen, hat es sich gelohnt. In Ordnung. Sie sind mir hier beide im Weg. Verschwinden Sie in meinem Camp. Wird's bald. Warten Sie. Ich will auf keinen Fall, dass die Gorillas aufgeschreckt werden, bevor wir soweit sind. Kapiert? Sie wissen, wie man lautlos geht. Eins dürften Sie nicht vergessen. Also was mich angeht, Freunde, sind Sie beide absolut entbehrlich. Also schleichen Sie schön leise, ja? Nicht die Brücke benutzen! Trag das Zeug durchs Wasser! Zeit für deine Siesta, Clarence. Komm mit. Mr. Robotham kommt, Miss Paula. Er wird jeden Augenblick da sein. Oh nein, bitte steck sie in ihren Korb. Tust du das für mich? Ich finde sie nirgends. Sie ist weg. Mary Lou? Mary Lou? Komm schon her, Mary Lou. Wo bist du? Ich weiß ganz genau, wo du steckst. Eine Handtasche ist viel zu gut für dich. Ich mache aus dir ein paar Schuhe.
ich möchte ja nicht herzlos erscheinen. Aber wenn du dich nicht manierlich benimmst, dann tue ich es eines schönen Tages wirklich. Ich schwör's dir. Komm schon. Mary Lou. Jetzt benimm dich aber. Komm schon. Komm da rein. Hat sich wohl erledigt, vom Winde verweht. Hey, ein schöner Gedanke. Überprüft alle Netze. Diese Gorillas sind stark. Hier, hier und hier. Da fangen wir an zu treiben. Wir bewegen uns nach Norden. Am späten Nachmittag geht es los, wenn die Gorillas sich ausruhen. Das können sie nicht! Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Wir sind einen Umweg gefahren, haben uns ein Souvenir geholt. Wir haben ihn mit dem Wagen gehetzt, hat über eine Stunde gedauert. Marsch, nein! Ja. Marsch! Ich werde sehr ungemütlich, wenn ich geärgert werde. Wenn das hier vorbei ist, dann kannst du saufen, so viel du willst. Seine Wunde ist wieder aufgeplatzt. Nein. Geben Sie mir Verbandszeug und Antibiotika. Hören Sie, Schätzchen. Ich habe nicht einmal Jod, verstehen Sie? Selbst wenn ich welches hätte, würde ich es niemals an ihn verschwenden. Es gibt eine Kiste mit Medikamenten in seinem Land Rover bei mir im Camp. Los, holen Sie sie her. So, und was ist da noch drin? Alles, was nötig ist. Nun gehen Sie schon. Tiny, ich fahr mal rüber in Ihr Camp. Wir haben nämlich gerade einen hübschen kleinen Land Rover gefunden. Voll mit Medikamenten. Und wenn ich wiederkomme, halten sich die Jungs bereit. Oh, Marsch, das tut mir alles ganz schrecklich leid. Als du mich mitnehmen wolltest, hätte ich auf dich hören sollen. Nein, ist schon gut. Ich möchte es nicht versäumen, wenn Gregory sein Fett wegkriegt. Wann kommt denn Kurt? Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert. Ich ertrage es nicht, gefangene Tiere zu sehen. Jetzt weiß ich auch, warum. Ich fühle mich, als wäre ich selbst eins. Oh. Diesem schielenden Unheil noch einmal entronnen. Los, runter! Geh da runter! Wenn du es unbedingt so willst. Schimpansen sind nicht zu verachten.
Die bringen nämlich auch gutes Geld. Also bleib schön da. Steig ein und geh in Deckung. Opesi, Opesi! Mekono Ju! Sergeant, Nenna Joe Harper! Simama! Opesi, Opesi! Und? 6 Verwundete, Sir. Ich hoffe, die erholen sich nicht so bald. Schöne Leistung, Sergeant. Und unsere Mannschaft? Keine Verluste, Sir. Eine sehr schöne Leistung. Carter, kommen Sie hier rüber. Hey, das ist doch auch eine schöne Leistung, Tracy, alter Freund. In Ordnung, lassen Sie den Mann los. Wir haben Gregorys rechte Hand gefasst. Gut, bringen Sie ihn zu den anderen. Ja, Sir. Nein, das erledige ich persönlich. Kein Schritt weiter oder ich schieße. Sergeant, hätten Sie etwas Munition für mich? Carter, er ist außer Schussweite. Sie haben ihn entkommen lassen. Früher bin ich mal ein ziemlich passabler 100-Meter-Läufer gewesen. Holz auf Holz, Sir. Sir? Sir? Oh, Sir. Hören Sie auf, so untätig dazustehen, Mann! Schneiden Sie mich los! Ja, Sir. Geht's Ihnen gut, Sir? Dankeschön. Sie sollen sich hinsetzen. Was er jetzt braucht, sind Pflaster, Julie. Das ist eine gute Idee. Sollte ich ihm nicht lieber die Hose ausziehen? Wenn solche Behandlungsmethoden nötig sind, dann verarzte ich mich doch lieber selbst. Zu Ihrer Information, es ist eine verdammt schmerzhafte Prozedur. Das glaube ich gern. Noch etwas Geduld. Einen haben wir noch. Beißen Sie die Zähne zusammen. Ach. Ich fürchte, Sie werden eine Weile nicht sitzen können. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl, als im Stehen zu trinken. Sergeant, Lete Glas, Vamaji. Sagen Sie, Carter, was unternehmen Sie wegen Gregory? Oh, vermutlich wird er wieder einmal ungeschoren davonkommen, wie üblich. Es ist deprimierend. Ist das nicht eine ziemlich negative Einstellung? Ja, das ist es allerdings. Ah, kann man Sie vielleicht mit einem Tröpfchen Gin erfreuen? Ah ja, danke schön. Miss Harper? Oh nein, danke. Englischer Gin. Aha. Unter den gegebenen Umständen dürfen wir wohl nicht so anspruchsvoll sein. Cheers.
Harry! Ja, Sir. Stopp! Anhalten! Hilfe! Wir sehen wohl ein kleines bisschen verlottert aus, hm? Hm? Setz dich ans Steuer, schnell! Los, einsteigen! In meinem Gebiet haben Sie das letzte Mal mit den Gorillas so ein Affentheater veranstaltet. Affentheater mit den Gorillas. Das ist ziemlich komisch, finden Sie nicht? Nein, das finde ich nicht. Nein. Gestern habe ich meinen ersten Löwen gesehen, Mutter. Aus der Entfernung. Es ist sehr schwer, sich ihnen zu nähern. Aber ich sehe gerade, da fährt einer durch mein Zelt in einem Jeep. Es war ein Land Rover, Schatz. Ach, wirklich? Na schön, ein Land Rover. Mhm. Verdammt, sie sind uns entwischt. Folgen wir einfach ihren Spuren. Ihnen geht bald der Sprit aus. Komm, rutsch rüber. Was für ein ungeheurer Glücksfall. Eine hilfreiche Hand. Verzeihen Sie bitte. Würden Sie wohl so freundlich sein? Ich meine, könnten Sie möglicherweise... Oh, bleib, wo du bist, um Gottes Willen, dass du mir nicht näher kommst. Vater unser, du bist im Himmel. Oh nein, geh weg. Oh nein, geh doch bitte weg. Ich will zu meiner Mutter. Ich habe immer ein anständiges Leben geführt. Das freut mich aber, dass ihr beide endlich Freundschaft geschlossen habt. Los, kommen Sie schon her. Na, kommen Sie, Rupert, alter Freund. Ich greife Ihnen ein bisschen unter die Arme. So, wir nehmen Sie mit zurück. Marsch! Rupert! Rupert!
Weißt du noch, als du mir oben am Ulensi angeboten hast, dein Zelt mit mir zu teilen? Und ob ich das weiß? Hast du das bloß gemacht, weil es geregnet hat? Nein, Marsch. Wenn ich dir nun anbieten würde, all das hier mit mir zu teilen? Dann würde ich keinen Augenblick länger im Regen stehen. Schach. Und ich wage zu unterstellen, möglicherweise sogar Schachmatt. Jetzt, da Detta in Schielen korrigiert hat, kannst du doch für immer bei uns bleiben. Ist doch gemütlicher bei uns hier als draußen im Busch. Da spielt dir niemand mit dir. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, Miss Paula. Oh. Hier, die haben wir im Busch gefunden, Miss Paula. Ach, wie süß. Oh. Clarence? Das war's. Jetzt ist aber endgültig Schluss.